So, wir sind wieder back in Minecraft. Mittlerweile sind unsere Öfen hier auch durch. Das Ganze, wie das hier brutzelt, habt ihr jetzt verpasst. Aber ich denke mal, das dürfte euch nicht allzu viel ausmachen. Ich höre diese Kackhexe auch immer noch auf meinem rechten Ohr. Irgendwo. Warte mal, sie war doch vorher hier. Ist jetzt mittlerweile hier. Keine Ahnung. Die müssen wir noch schauen, dass wir sie irgendwie noch gestottet kriegen. Weil ich habe echt keinen Bock drauf, dass uns jetzt so eine Kackhexe hier vergiftet und wir zum Schluss hier noch elendig krepieren, nachdem wir jetzt schon so viel Gedöns eingesammelt haben. So, dann haben wir hier noch die Kohle wieder. Die muss ich ja auch noch aus den Öfen holen. So, 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 so. So, dann machen wir die auch erstmal wieder direkt zu Blöcken. Damit die uns hier nicht alles vollklumpen. So, schon einiges an Platz gespart. Aus den letzten 4 Kohle machen direkt einfach nochmal ein paar Fackeln. So, und schon ist das Ganze ja doch wieder um einiges übersichtlicher. Unsere Öfen nehmen wir natürlich wieder mit. Die werden wir sicher nochmal brauchen. Für so eine kleine Grillaktion wie jetzt. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir an dieser Hexe vorbeikommen, ohne drauf zu gehen. Erstmal noch voll futtern. Also hier habe ich ihn vorher laufen sehen. Aber wo er halt hin ist, ist die andere Frage. Da ist er. Jetzt hat er uns entdeckt, glaube ich. Verdammt. Ganz erstmal direkt erwischt. Gott sei Dank haben wir vorher gegessen. Das heißt, wir sollten es überleben. Hoffe ich, wenn wir jetzt hier verrecken, wäre das echt scheiße. Jetzt entgifte dich doch endlich. Immer nachessen. Ja, ich isst die ganze Zeit nach. Eineinhalb Herzen. Oh, anderthalb Herzen noch. Das war richtig knapp, das war richtig knapp. Aber wir haben es noch geschafft. Aber nochmal, dieser Hexer, so ein verdammter Mist. Jetzt müssen wir uns erstmal natürlich wieder komplett heilen, bevor wir hier auch nur ansatzweise auf die Idee kommen, rauszugehen. Weil sonst überleben wir das nicht.
Komm her, ich krieg dich. Das ist zwar jetzt echt feige, aber so kriegen wir ihn hin. Ohne, ja, er ist hin. Ohne, dass er uns angreifen kann. Ja, wie gesagt, war zwar jetzt ein bisschen feige, aber Fakt ist, wir haben ihn hingemacht, ohne dabei zu sterben, und das ist alles, was zählt. Das heißt, wir können hier jetzt erstmal gediegen weiter unsere Rohstoffe ausmerzen. Hier geht es noch richtig schön weit runter. Aber ich übersehe das Eisen hier natürlich nicht. Aber unser Ziel ist und bleibt selbstverständlich Diamanten. Aber ihr wisst, ich kann Eisen und eigentlich auch Kohle nicht liegen lassen, obwohl wir Kohle jetzt echt schon massig haben. Aber gerade Eisen kann man im Verlauf von Minecraft einfach halt auch nie genug haben. Und eigentlich ja Kohle auch nicht. So, wir haben ja gesagt, runtergehen tun wir nicht. Da kommt ein Zombie-Mensch an. Hallo, kleiner Zombie. Stirb. Ja, komm. Komm, ich komme dir auch ein bisschen entgegen. Danke fürs Sterben. Bin dir sehr verbunden. So, ich kann es einfach nicht. Ich habe überlegt, ob ich die Kohle hier hängen lasse, aber ich kann es einfach nicht. Okay, das war ja jetzt irgendwie abzusehen. So, komm, ich mach gleich zwei. Wir werden sie definitiv verbraten. So, geht jetzt halt leider noch nicht mehr ganz so fix wie mit der Diamantspitzhacke, aber wirklich einen allzu riesigen Unterschied macht es jetzt auch nicht, finde ich. So, huch. Und ja, ich lasse diese zwei Kohle jetzt einfach da hinten. Nehmen wir hier das Eisen selbstverständlich noch mit und die XP-Kügelchen natürlich auch. Und das Eisen hier natürlich auch. Lassen wir uns auf so einen Deal ein. Alles, was schwer erreichbar ist, lasse ich jetzt einfach stehen. Einfach auch aus diesem Grund, da wir sonst halt wirklich einfach nie fertig werden. So, hier haben wir schon wieder Wasser. Wo kommt das her? Einfach mal hier dicht machen. Passt. So, Creeper. Ah, jetzt dachte ich, das ist schon wieder so ein Kackhexer. Aber das war nur eine Fledermaus. Aber mal kurz erschrecken darf man sich ja auf jeden Fall. Weil Hexer sind mitunter, finde ich, eine der schlimmsten Gegner in Minecraft. Weil wenn du halt echt kein Full Life hast, dann bist du einfach am Arsch. So, die Kohle. Eigentlich bräuchte ich auch echt einen Rucksack, aber ich weiß gar nicht. In Vanilla Minecraft gibt es ja meines Wissens nach sowas gar nicht. Das ist ja auch wieder nur dieses ganze Mod-Gedöns. Aber die sind halt echt praktisch, weil man damit halt unendlich lange Höhlentouren quasi machen kann. Weil man ja auch Rucksack in Rucksack packen kann. Oder auch dieser Mod, wo man dieses ME-System, dieses Lagersystem haben kann. Man dann so einen WLAN-Zugangspunkt hat und einfach unendlich viele Sachen davon unterwegs reinschmeißen kann. Ist so schon eine echt nice Sache. Aber wir haben ja gesagt, außer dem Texture-Pack, ja, hier geht es ein bisschen bergab, ne? Außer dem Texture-Pack spielen wir komplett Vanilla, also ohne Mods, ohne alles. Einfach um so ein bisschen das alte Minecraft-Feeling auch wieder ein bisschen an den Start zu bringen. Weil das ja doch auch irgendwo das Spiel ausmacht. Klar, einerseits natürlich die ganzen möglichen Modifikationen sind auch ein Riesenfaktor. Aber eben auch einfach so dieses ganz klassische Minecraft halt. Ist ja auch mal eine nice Sache. So, wo wollte ich denn eigentlich hin? Hier geht es auch so runter. Von da bin ich ja, glaube ich, gerade gekommen. Mann, bin ich doof.
Ich meine, hier habe ich das Wasser weggemacht. Genau, dass es hier im Endeffekt auch runter geht. Wie lange bleibt deine Höhlentour? Weiß nicht, also ich denke, ich bin jetzt schon noch eine Weile unterwegs. Wieso? Weil du kein Bett mitgenommen hast. Ja, es tut mir leid, ich habe es dir ja nochmal angeboten, rauszugehen, wo ich noch nicht so tief war. Ich habe hier halt eine XXL-Höhle entdeckt. Und habe immer noch keine Diamanten gefunden und habe noch Platz im Inventar. Also, impossible to come home. Ja, Glück gehabt. Da ist gerade ein Creeper hinter mir in der Lava verbrannt. Auch nicht schlecht, kann man mal machen. So, ui, da oben wäre noch Eisen. Nein, ich habe gesagt, alles, was schwer erreichbar ist, lassen wir stehen. Zumindest mal fürs Erste. Okay, das ist einfach nur so eine fette, schöne Höhle. Aber da geht es gleich weiter bergab. Aber das Eisen hier ist nicht schwer erreichbar. Deswegen nehme ich es mit. Und auch die Kohle da rechts. Ja, ihr habt richtig gehört. Auch die Kohle da rechts. Weil die auch nicht schwer erreichbar ist. Okay. Was treiben Sie da? Hallo? So viel zum Thema, wir spielen, hallo? Hier Vanilla und so, ohne Cheats, gell? Ja, ich dachte, ich folge dir mal. Ja, ich meine, schau dir das Teil hier an. Da oben ist auch so ein Höhlensystem und du siehst ja, wie riesig das hier alles ist. Also jede Nacht hier... Ja. Naja, wenn du dich jetzt hierher teleportiert hast, hättest du mir einfach ein Bett mitbringen können und dann... Ja, das wäre ja mal wieder cheated. Nein, du hättest das Bett ja mitgebracht, weißt du? So, man könnte das ja jetzt auch als Mod ansehen quasi. Gibt's ja auch so Teleport-Mods. Warst du hier schon überall? Nein, auf keinen Fall. Bist du das Wahnsinn? Weißt du, wie riesig das ist? Hier gibt's 1000 Winkel und Ecken. Du siehst ja überall, wo Fackeln sind, war ich. Wo keine Fackeln sind, war ich nicht. Okay, hier geht es nur zur Lava runter. Das meiden wir jetzt lieber mal. Dann schauen wir mal den anderen Weg, hallo, wo ich gerade gesehen habe, ohne hier in die Lava zu fallen. Eisen? Nein, ich lasse es liegen. Ich stirb sonst einen grausamen Lavatod. Irgendwo hier ging es doch bergab. Ach übrigens, so Aktionen wie jetzt gerade... waren jetzt wirklich eine Ausnahme, also wie gesagt, wir versuchen alles zu vermeiden, was auch nur irgendwie mit Creative Mode oder so zu tun hat. Wir beschaffen uns auch keinerlei Items oder so, sonst würde ich hier auch nicht so kläglich auf Diamantensuche gehen oder so viel Kohle einsammeln. Ist mitunter auch einfach ein Grund, also natürlich mache ich die Videos so auch ganz gerne und das macht mir Spaß und das ist mein Hobby. Aber das hat auch noch unter anderem den Hintergrund, jedes Mal, wenn wir ganz normal zusammen Minecraft spielen, kommt irgendwann der Punkt, wo wir die LAN-Welt öffnen und Cheat-Modus aktivieren, weil keiner mehr Bock hat. Und hier werden wir das aber eben nicht tun, weil wir wissen, dass es mehr ist wie einfach nur so ein normales Spiel. Wir wissen, dass ihr uns zuschaut und es freut uns auch, dass ihr so aktiv zuschaut. Das macht gleich doppelt Spaß. Und deswegen, wie gesagt, bleibt der Creative Mode solchen spontanen, eher witzigen Aktionen vorbehalten. Wenn sie es zu oft macht, dann nehme ich hier einfach die Serverrechte weg, dass sie es nicht mehr machen kann. Weil nur ich habe das Serverpasswort und sie kann sich nicht einloggen. So, irgendwie habe ich Angst vor dieser Lava hier. Weil ich irgendwie so das Gefühl habe, dass irgendjemand von uns in Lava sterben wird hier unten.